Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu diesem kleinen GIMP 2 Tutorial. Heute zeige ich euch, wie ihr in GIMP 2 die Schriften oder die Zahlen ein bisschen verschönert, wie ihr zum Beispiel einen Rahmen um Zahlen drumherum zieht, wie ihr Schatten hinzufügt, wie ihr die Farbe, Größe, Schriftart und so weiter ändert. Das zeige ich euch hier in diesem kleinen Tutorial. Das Ganze soll relativ kurz gehalten werden. Vorneweg noch, wenn ihr irgendwie Fragen habt, wenn ihr sagt, okay, zeig uns doch mal, wie man das und das macht, dann schreibt es in die Kommentare rein und ich werde gucken, ob ich euch da irgendwie weiterhelfen kann, ob ich da noch Videos zu machen kann. In diesem Video soll es erstmal rein um die Schrift gehen und das Ganze machen wir jetzt mal hier. Ich habe als Hintergrundbild einfach mal einen Screenshot aus der aktuellen TDT-Folge genommen. Einfach nur, damit irgendwas im Hintergrund ist, damit es nicht einfach stumpf weiß ist. So, als erstes gehen wir hier auf das Textfeld und wählen uns hier einen Bereich aus, in dem wir schreiben wollen. Wir machen jetzt beispielsweise 00, wir machen mal 002, weil das ist auch die zweite Folge, einfach nur als Folgenzahl. So, das Ganze markieren wir uns jetzt hier und dann können wir hier oben eigentlich schon alles einstellen, was wir bräuchten. Einmal die Schriftart, ich wähle da immer ganz gerne Impact, da kann man sich durchklicken, kann man gucken, okay, das ist gut, das nicht, das ist jedem selber überlassen. Dann kann man hier natürlich die Größe verändern, ja, damit man das auch gut erkennen kann. Des Weiteren können wir hier Fett schreiben, wir können Unterstrich machen, wir können ganz normal, was man beim Textfeld also machen kann. Und wir können hier die Farbe ändern. Das geht hier durch die komplette Farbpalette. Da kann man sich alles aussuchen, beispielsweise so ein Grün hier. Solange das markiert ist, ändert er das sofort. So, aber so ein stumpfes Grün sieht natürlich auch nicht so schön aus. Deswegen gibt es den Farbverlauf. Und den gibt es hier drüben, das ist der hier. Da kann man dem Ganzen noch so ein bisschen die Farbe verlaufen lassen. Und das machen wir, indem wir hier Rechtsklick drüben auf der Ebene machen und gehen Auswahl auf aus Alpha-Kanal. Dann umrandet der uns quasi diese komplette Schrift hier. Dann gehen wir aber oben auf Auswahl, vergrößern und um einen Pixel vergrößern. Dann wird die Auswahl ein bisschen vergrößert. Das ist, es kann sein bei den Farbverläufen, dass wenn man die zieht, dass da ein Rand entsteht. Und wenn man die Schrift dann hinterher noch rumbewegen will, dann kann es durchaus sein, dass dieser Rand stehen bleibt und das sieht halt nicht so schön aus. Deswegen um einen Pixel vergrößern und das war es eigentlich schon. Jetzt können wir uns hier entweder selber eine Farbe aussuchen oder uns hier durch diese Palette skippen. Das ist hier, gibt es verschiedenste Farbverläufe drin, da kann man durchprobieren, was einem gefällt. Wir können aber auch einen eigenen machen und das geht so, wir drücken hier auf das schwarze Feld, beziehungsweise hier ist ja schwarz und weiß und können jetzt hier eine Farbe auswählen. Ich sag mal, wir gehen jetzt von grün, dann gehen wir auf das zweite Feld nach rot. So, dann haben wir den Farbverlauf hier angewählt und der ändert hier schon die ersten vier Sachen. Hier ist ausgewählt VG nach HG und jetzt ziehen wir einfach die Maus. Wir klicken einmal und ziehen uns das hier übers Feld und schon ist die Farbe ein bisschen verlaufen. Das können wir in alle möglichen Richtungen machen, je nachdem wie wir das gerne hätten. Wir können das ganz kurz machen, dann ist das eine relativ harte Kante oder sehr lang machen, dann ist das ein weicher Übergang. Das muss man einfach ausprobieren, wie es einem am besten gefällt. Ich würde sagen, ich mache jetzt einfach mal hier so einen Übergang, oben grün, unten rot, kann man halt machen wie man will. Man kann sich auch hier irgendeins aussuchen aus der Liste, was da halt... gibt alles mögliche da drinne. Wir lassen das jetzt aber erstmal hier grün auf rot von oben nach unten. Relativ ein bisschen schräg so. Man kann übrigens mit der Steuerungstaste, kann man das hier halten, dass das genau gerade ist. Ja, mit der Steuerungstaste kann ich hier halt genau die Winkel abpassen. Oder ich mache es halt ohne Steuerung, dann kann ich hier alles selber auswählen. So. Wenn wir jetzt einen Rahmen um dieses Bild haben wollen, dann machen wir das wie folgt. Wir haben nämlich jetzt kein Textfeld mehr, wir haben jetzt eine normale Ebene, eine Farbebene. Und diese vergrößern wir jetzt nochmal. Wir vergrößern die Auswahl um beispielsweise 5 Pixel. So, jetzt sieht das Ganze so aus. Und jetzt wählen wir hier oben bei Ebene, neue Ebene. Und standardmäßig müsste das die Breite sein, die ihr auch als Hintergrundbild habt. Wenn nicht, könnt ihr das... auswählen, wie ihr wollt. Drückt OK und ihr habt ja eine leere Ebene. Jetzt ist aber noch dieser Rahmen hier ausgewählt. Dann drückt ihr hier auf das Füllwerkzeug.
drückt hier nochmal auf schwarz auf weiß, dann wird das wieder zurückgesetzt, wählt die schwarze Farbe aus, drückt einmal drauf und es ist schwarz. So. Jetzt nehmt ihr diese Ebene hier und schiebt sie einfach da drüber und schon haben wir einen schwarzen Rahmen um unsere Zahl drumherum. Jetzt können wir hier oben bei Auswahl auf Nichts gehen und schon haben wir quasi ja, einen Rahmen für unser Bild geschaffen. Das ist aber noch nicht alles. Wir können auch noch einen Schatten hinzufügen. Dazu gehen wir nochmal auf die schwarze Ebene, weil das ist ja quasi... diese Ebene ist etwas kleiner wie diese hier, weil der schwarze Rahmen ist ja größer wie die eigentliche 2. Wählen hier den Alpha-Kanal aus, gehen hier oben wieder auf neue Ebene, noch eine neue Ebene, wählen wieder das Füllwerkzeug, wählen wieder die schwarze Farbe und klicken wieder drauf. So, diese Ebene erkennen wir jetzt nicht, weil die Zweier-Ebene noch da drüber liegt. So, jetzt müssen wir aber gucken, diese hier ist etwas ausgegraut, die muss jetzt ganz nach unten. So, nicht irritieren lassen, weil man die jetzt nicht sieht. Wir können jetzt die zwei ausblenden, dann sehen wir jetzt quasi unsere Ebene. Aber sobald ich die wieder einblende, ist sie quasi nicht sichtbar. Ich lasse sie jetzt mal kurz aus, dann kann man es besser erkennen. Und jetzt wählen wir hier das Verschieben-Werkzeug aus, klicken einmal da drauf und können dann mit den Pfeiltasten auf der Tastatur diese Ebene hin und her verschieben, ja. Wir sehen ungefähr, wo das alte war. So, das schieben wir jetzt einfach mal hier hin. Machen die zweiten Ebenen wieder an. Und wir sehen schon, das ist ungefähr... Ja, es ist ein bisschen Schatten geworden, aber man kann es doch nicht so als Schatten erkennen. Es sieht noch ein bisschen kurios aus. Deswegen gibt es jetzt Folgendes. Ich mache die ersten zwei Ebenen nochmal aus. Gehe hier Auswahl aus Alpha-Kanal. Vergrößere die Auswahl wieder um einen Pixel, damit er auch wirklich alles mitkriegt. So, dann kann ich jetzt Folgendes machen. Ich kann hier oben entweder die Deckkraft einfach runterschrauben, sodass man ein bisschen da durchgucken kann. Ihr seht das. Wenn ich jetzt die zwei Ebenen wieder anschalte, sieht das schon eher nach Schatten aus. Ich mache mal Auswahl nichts. Es sieht schon mehr nach Schatten aus, aber noch nicht komplett. Deswegen machen wir das Ganze nochmal. Auswahl aus Alpha-Kanal. Ebene vergrößern um einen Pixel. Und dann gehen wir hier oben auf Filter, Weichzeichnen. Gaußscher Weichzeichner. So, das Ganze steht jetzt auf 5. Wir können das hochdrehen bis auf so, wie es uns gefällt. Ich drehe das immer gerne so auf 25 ungefähr. So, wir drücken OK. Und wir sehen schon, wenn ich jetzt Auswahl nichts mache, dass das so ein bisschen gekruselt ist am Rand. Ich kann mal gucken, ob ich ein bisschen ranzoomen kann, ob man es vielleicht besser erkennen kann. So, also der Rand ist so ein bisschen heller wie das Innere geworden, wie dann halt so ein Schatten auch ist. Wenn wir jetzt die zwei Ebenen wieder aktivieren, dann sehen wir schon, ist das schon mehr ein Schatten geworden. So, jetzt wollen wir das Ganze natürlich auch nicht an dieser Position lassen. Und wenn wir das jetzt so verschieben würden, ich würde jetzt hier drauf gehen und würde das jetzt nehmen... Dann habe ich es quasi kaputt gemacht. Dann kann ich damit nichts mehr anfangen. Ich drücke STRG Z, dann ist es wieder da, wo es war. Jetzt machen wir nämlich Folgendes. Wir machen hier Rechtsklick und dann nach unten vereinen. Dann haben sich die zwei Ebenen verbunden. Das Ganze machen wir nochmal. Dann haben sich die drei Ebenen verbunden. Wenn ich das jetzt bewege, bewegt sich alles. Ja? So kann ich dann die Zahl dorthin packen, wo ich will. Ich kann, wie gesagt, jede Art von Rahmen hinzufügen. So verschönert man halt ein bisschen seine Schriftart. Das sieht natürlich wesentlich besser aus, als wenn ich einfach nur ein stumpfes, weißes 002 dahin klatsche. Wenn ich das so ein bisschen hübsch mache, im Vergleich mal hier, so sah es vorher aus, so sieht es hinterher aus. Ist schon ein Unterschied, auf jeden Fall. Ich würde sagen, das wäre es auch gewesen mit diesem kleinen Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was lernen. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr noch irgendwas wissen wollt, beispielsweise, ich weiß nicht, so einen Button herstellt oder so, den ich bei meinen Thumbnails dann als Hintergrund meistens benutze für diese Zahlen. Wir könnten das jetzt hier drunter legen und können dann die Zahl dort drauflegen. So, diese weg. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, dann schreibt es mir in die Kommentare und ich werde gucken, dass ich euch da... die Antwort liefert, die ihr haben wollt. Wenn ihr... Also egal, was ihr wissen wollt, schreibt in die Kommentare. Das wäre es gewesen mit dem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann anders wieder. Also, macht's gut, haut rein und tschüss.